Guten Morgen, Freunde. In meinem heutigen Video möchte ich ganz gerne einmal daraus vorlesen, was das Unternehmen Fischer empfiehlt, wie man das E-Bike im Winter behandeln sollte oder was man da tun sollte. Ich lese einfach mal daraus vor. Winterbetrieb bzw. Erhaltung. Im Winter müssen Sie Ihr E-Bike öfters reinigen, damit zum Beispiel Streusalz keine Schäden verursachen kann. Ja, das ist verständlich auch. Ich denke mal, am Auto kennen das ja die meisten. Wenn das Salz dran bleibt, dann entstehen Korrosionsschäden. Wenn Sie während der kalten Monate Ihr E-Bike nicht benutzen wollen, reinigen Sie es, wie auf Seite 42 beschrieben. Steht hier. Ja, auf Seite 42 habe ich eigentlich nur die Display-Einstellung gefunden. Ich denke mal, das wird auf irgendeiner anderen Seite sein. Also auf Seite 42 ist es definitiv nicht zu finden. Nach der Reinigung von Schmutz und Wasser sichern Sie Ihr E-Bike nach Möglichkeit an einen trockenen und frostgeschützten Ort, um Korrosion und Rostbildung vorzubeugen. Bei einer Lagerzeit über 4 Wochen empfiehlt es sich, die Luft aus den Reifen zu lassen und das E-Bike entweder auf den Kopf zu stellen oder es aufzuhängen, damit die Reifen keinen Schaden nehmen. Ja gut, ich denke mal, das machen ja schon sehr viele. Falls im Winter das E-Bike nicht benutzt wird, dann wird das sehr oft in den Garagen aufgehängt bzw. auf den Kopf gestellt. Hallo Leon. So. Sollten Sie Ihr E-Bike über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, entnehmen Sie den Akku und lagern Sie ihn in einen trockenen Raum mit Temperaturen um die 15 Grad Celsius. Siehe Abbildung Seite 44. Ja, ich glaube, da sind auch die Display-Einstellungen. Auf jeden Fall klar ist, der Akku muss halt in warm aufbewahrt werden, damit er so gut wie möglich und so lange wie möglich den Leuten oder den Nutzern dienen kann. Der Akku muss zuvor voll aufgeladen und spätestens nach 3 Monaten nachgeladen werden. Also das empfiehlt Fischer auch halt, dass der Akku immer nach Möglichkeit vollgeladen ist. Also wahrscheinlich gehen sie von Selbstentladung vor, wobei ich bei diesen neuen Lithium-Ionen-Akkus nicht davon ausgehe. Also meine ist voll. Obwohl ich schon damit gefahren bin und es auch ein paar Wochen jetzt auch Widerstand oder eine Woche irgendwie sowas. Ja, was kann ich im Großen und Ganzen dazu noch sagen? Ich lasse die Luft aus meinen Reifen nicht raus und ich habe doch Spaß im Winter nochmal damit rumzufahren. Ansonsten würde ich schon was Fischer empfiehlt, befolgen, um da so lange wie möglich Spaß an dem E-Bike zu haben. Naja, also warum habe ich das vorgelesen? Mir ging es darum, viele Menschen lesen das Handbuch wahrscheinlich gar nicht. Also ich habe das jetzt auch nicht wirklich durchgelesen, sondern nur das, was mich interessiert. Und ich denke mal, im Winter sollte man aber schon wissen, was der Hersteller so empfiehlt. Zum anderen ist es ja auch so, viele Menschen sind eher auf Hören getrimmt. Also die können sich wirklich leicht Sachen merken, wenn sie etwas hören. Aber nicht unbedingt, wenn sie etwas selbst lesen oder sehen. Also es gibt ja verschiedene Lerntypen. Deswegen auch für die vielleicht mal das Ganze durchgelesen, damit das auch so mehr oder weniger im Kopf bleibt, was zu empfehlen ist. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Ich werde gleich den Tannenbaum weiterschmücken. Und bis zum nächsten Video.